So. Weiß nicht, ich spiel die aber trotzdem relativ aggressiv. Wir haben nur Schaden bisher. Such sie einfach aus. Ich glaube, ich nehme den. Wer ist denn der? Ach, Quark. Ja, ich muss das machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Atlas Reaktor. Und heute bin ich nicht alleine, sondern spiele mit The Line. Hallo! Und letzte Runde war nicht ganz so erfolgreich. Und diesmal habe ich einen Fernkämpfer wieder. Diesmal haben wir getauscht, diesmal mache ich den Support und er macht den Schaden. Wir haben gar keinen Frontliner. Der Gegner allerdings schon, das ist ein bisschen gemein. Der Gegner hat theoretisch das bisschen ausgeglichenere Team. Wir müssen also jetzt 4 Schaden auf ein Ziel machen, nach Möglichkeit. So, wo laufen wir denn lang? Ich lauf einfach mit. Ich lauf einfach mit. Also, ich kann ja nicht viel machen, außer mitlaufen. Willst du nicht auch lieber ein bisschen rechts halten? So dachte ich, zum Zusammenbleiben. Ja, nächste Runde. Ich lege halt immer gerne eine Falle noch hier auf die andere Seite. Ich laufe einfach mit unserem Lockwood mit. Mal sehen, ob das funktioniert. So, und dann laufe ich dir hinterher. Du läufst gar niemand hinterher, du läufst einfach nur in die Mitte, ne? Ja, oder das. Und Suzuki ist aber ein bisschen arg aggressiv, muss ich mal so sagen. Die läuft noch weiter links rum nach vorne. Da, wo du gerade hinwirfst, dann läuft die jetzt hin. Genau, ja, habe ich gesehen. Na gut. 3 Leute mit der Bombe ist schon mal ganz geil, aber dann da reinzulaufen, ich weiß nicht. Boah. Ja, es bleibt sogar komplett ohne Deckung stehen. Nice. Das ist natürlich richtig kacke. So, mal gucken. Oh, was treffe. Ich hoffe. Lockwood, okay, Lockwood läuft hin. Warum pinkt man denn die ganze Zeit? Man muss doch nicht Ost töten. Ost ist jetzt einer der Charaktere, die relativ schwierig zu verfolgen sind. Ja. Also, weil immer wenn er wegläuft. Weil man tauscht und immer dahin geht. Beziehungsweise, wenn er wegläuft, dann lässt er halt sein Spiegelbild und das Spiegelbild macht dir dann ordentlich Schaden, während du ihn verfolgst. Das ist nicht so geil. Ja. Na gut, jetzt erwische ich dich. Ich hoffe, ich treffe den kleinen Sniper da hinten. Hoffentlich. Ja, könnte ich sogar treffen mit Glück. Aber wahrscheinlich nicht. Doch. Oh doch. Hast du getroffen. Ich habe gedacht, vielleicht tauscht Oz auch nochmal. Er kann ja nur einmal tauschen. Hat er ja irgendwie 5 Sekunden Cooldown oder sowas. Okay. Ich wusste gar nicht. Ich glaube, hat er getauscht? Schon? Ja, er hatte getauscht. Deswegen war das ja so weit vorne, das Ding. Ja. Also zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht. Mizuki, also... Sorry, aber die ist ja schon tot. So gerne ich ihr auch helfen würde. I told you? Ja, dass er da ist, das wissen wir doch alle, aber da war keiner in der Nähe, um da drauf zu schießen. Also die Suki ist ein bisschen arg aggressiv. Jetzt hast du sie erstmal versteckt. Ja. Jetzt hat er den gewechselt, okay. Also ihn mag ich überhaupt nicht, der, ne? Dass er, der kann so oft angreifen, also der Gegner, der wie ja, heißt der? Garrison, meinst du? Ja, genau. Ja, dann töten wir ihn halt, ne? Ja. So. Kann ich verstärken hier. Und dann laufe ich wieder unserem Lockwood hinterher, damit die Verbindung aufrecht bleibt. Wir laufen mal da. Lockwood mag ich nicht töten. Ich weiß nicht, ich habe aus Versehen gerade Mist gebaut. Ja.
Wieso hast du nicht angegriffen oder was? Doch, angegriffen habe ich, aber ich habe, glaube ich, unnötigerweise meinen Catalyst angemacht. Achso. Das ist natürlich nicht so gut. Pass auf, es schießt dich nix ab. Ganz böse. Oh, ja, nee. Das wäre okay, aber macht er nicht. Er schießt uns was. Schade. Das war. Ja, wäre das vielleicht. Aber. Habe ich überlegt, nee, ich bin viel zu weit weg, die sehen mich wahrscheinlich nicht mal. Nö, ja. Also genau das. Genau. Nur Lockwood hat leider nicht angegriffen, was er hätte tun können. So, was machen wir jetzt? Ich kann einmal hier reinrauchen, damit die nächste Runde uns nicht mehr hier sehen. Ich bin echt im Überlegen, ob ich jetzt ausweiche, weil so viel Leben habe ich nicht mehr. Kannst du gerne machen. Dann verbinde ich mich jetzt mit dir. Cover me, Robo. Och nö. Ach, das ist echt jetzt. Have I got a surprise for you. Das ist jetzt gemein. Jetzt wo ich gerade abhauen will. I knew there was a reason I kept you around. Warum schießt er nicht auf den, der wenig Leben hat? Das verstehe ich nicht. That tickles. Also das verstehe ich wirklich nicht. Hast du genau nichts getroffen? Die Suki ist ein bisschen im Tunnel. Tunnelblickmodus. Ich will diesen Kleinen töten, sagt die Mutter. So, ich könnte jetzt meine Ulti machen und damit beide holen, theoretisch. Nicht ausreichen. Machen wir das mal. Aber Ost kann tauschen, Ost wird wahrscheinlich auch tauschen, muss ich dir mal leider sagen. Wo war denn sein Schatten? Hätte ich das gewusst, hätte ich da auch hinschießen können. Da oben irgendwo. Da ist er hergelaufen gekommen. Sag ich doch. Ah, oder da drüben. Ja, da hätte ich hinschießen können tatsächlich. Doof. Also das ist halt, du hast nicht unendlich lange Zeit hier zu nachdenken. Ja, ich weiß. Oh, da hat er aber gut daneben geschossen. Aber können wir den jetzt endlich mal töten? Ja. Ja, aber. Er hat nur noch drei Leute getroffen, also. Gut vertretbar. Gut vertretbar. Ost hätte ich halt gerne auch noch gehabt, ne? Kann aber nicht alles haben. Ich ne? Mach Ulti jetzt, ne? Ja. So, deine macht auch Ulti, dann laufen wir nach da rein. Ja, bin ich auch dafür. Ja, ein bisschen Quatsch, dass ich jetzt heile. Ja, aber naja. Heilt's eigentlich alles nur Leute, die... Schade. Da, ich hatte kurz überlegt, ob ich aber in zwei Richtungen schieße. Ja, ja, ich weiß. Sehr schön. Manchmal überlege ich mir, ob ich den Schuss teile, weil ich weiß, dass Leute ausweichen. Meistens denke ich mir nach, hättest du es mal gemacht. Ja, wenn du es weißt, kannst du sogar direkt den Dingens machen, ne? Also. Na, wissen tue ich es ja nicht. Kann diesen Jump Dash machen auf den Jubei, also auf diesen. Ja, er kann nicht ausweichen auf jeden Fall. Ich gebe ihm 22. Wobei, ich brauche ihn wahrscheinlich gar nicht angreifen, oder? So viele wie ihn angreifen werden. Ja, wir greifen ihn alle mal an. Ich werde mal eher mal Azuki heilen hier ein bisschen. Ah, dann lasse ich das schon, glaube ich. Ich brauche irgendwie 2 Sekunden mehr in diesem Spiel. Ja, du hast ja 5 Sekunden mehr mit der Timebank, 2x pro Spiel. Ja, aber dafür bin ich meistens zu dumm, den Knopf rechtzeitig zu drücken. Das heißt, selbst wenn ich meine Runde fertig habe, verbrauche ich meistens meine Timebank. Ah, das ist Leertaste. Oh, das tut weh. Oh, jetzt stirbt er nicht. Ich hatte gehofft. Ach doch. Doch, er stirbt. Nein, er ist nicht gestorben. Doch, doch. Oben ist er tot. Wo ist er tot? So, jetzt versuche ich mal noch Suki zu retten, aber ich vermute, dafür sterbe ich. Weil mich jetzt niemand heilen kann, ich mitten auf dem Feld stehe und ich kann auch nicht mehr ausweichen. Ist das kacke. Hätte ich fast die Timing noch verbraucht hier. Ja. Aber knapp. Wäre ich jetzt ihn geultet? Zusammen mit Lockwood. Könnte sein. You can run. Ja, ich glaube, er wird auf dich schießen.
Nee, nee, er trifft mich nicht. Überlebe ich am Ende noch, weil jetzt einfach keiner auf mich schießt? Ah doch, okay. Wollte schon sagen. Nach dem Motto, alle denken, ach den kriegen. Den macht irgendjemand anders halt, ne? Den macht schon jemand. Denk ja, aber du unser, ihn schon killen. Okay, du weichst aus. Oder, wo springst du hin? Na gut, das wäre jetzt hilfreich zu sehen. Jungs, übrigens leben, ne? Time for the light show. Ja. Okay, er springt da runter. Oh Gott. Ah, ich will hier hin. Ah, also ein Timing dafür verbraucht. Ja, ich will ja möglichst in der Nähe sein, wenn ich jemanden da heilen muss. Vielleicht schaffe ich es ja noch, ihn zu retten. Ach, guck mal, ich treffe zwei Leute, weil sie gesprungen sind. Womit? Ach so. Ach nein, doch nicht. Knapp vorbei. Auch ehrlich? Ja. Aber du bestehst gerade drei Gegner gegenüber, ne? Ja, hab ich gerade gesehen, ich werde springen. So. Spring zu, wo bist du? Da. Ich respawne unten. Also wenn ihr nach unten kommt, wäre tendenziell gut. Nicht dabei. Ah, da ist eine Ulti, sehe ich das? Auf einfach mal da rein. Die Frage, ob er dann halt die Ulti macht für 15 Leben. Also, so gut stehen wir jetzt gerade auch nicht für die Ulti. I could spot them from a mile away. Na, reicht unser Logo nochmal aus. Okay, er weicht nochmal aus, aber ich glaube, jetzt bin ich zu weit weg zum Heilen. Ich habe nicht gesehen, dass er dahin ausweicht. And now for my next trick. Oh shit. Hat genau nichts gebracht, das Ausweichen. Oh Mann. So. Und ich kann nur auf einen von den beiden dort springen. Das ist doch kacke. Ich lauf mal so zu dir. Wobei, nee, da ist die Falle. Da lauf ich nicht dran. Lauf doch einfach außen rum. Ja, zu spät. Die Suki. Bleib ich halt da stehen. Ehrlich, diese Fußballstrahlen. Wie gesagt, mal bitte. Ihn verfolgen tut richtig weh. Das sollte man generell nicht tun. Das war nicht mein Plan. Ja, ich sage ja nur, das wäre passiert, hätten wir ihn alle verfolgt. Wir wären da dreimal durch den Scheiß durchgegangen. Boah, die haben noch alle eine Ulti, ne? Das ist echt böse gerade. Wir sind zwar in Führung, aber ich glaube nicht, dass wir sozusagen wirklich führend sind. Never gonna get used to that. Also ich kann. Ich kann gar nicht mehr. Kann gar nicht mehr Verbündete springen. Wieso das denn nicht? Voll gemein. Ich muss da raus. Tut mir leid. Ich kann dich da nicht mehr retten, so richtig. Ja, ist okay. Ich springe auch. Ich hoffe, dass es reicht. Meine Suki stirbt auch, aber. Na, das könnte sogar noch ganz nett sein. Okay, ich bin noch aus der Ulti rausgesprungen. Ganz nice. Er hat auf den Spawn geschossen, ist ja interessant. Okay, das ist natürlich schick. Wenn wir jetzt, wenn wir ihn töten, hätten wir gewonnen. Wen willst du töten? Quark, der Gegner. Aber jetzt bin ich alleine gegen zwei. Ja, ne? Ja. Wenn wir den gegnerischen Quark töten. Ich mach es mal hier in die nächste Verbindung. Wo läufst du hin? Zeig mir, wer der andere hinläuft. Da. Jetzt stehe ich ja wieder offen dann danach. Alles, mach einfach. Ich meine unser Lockwood. Ich meine ja, nicht dich, ich meine unser Lockwood. Achso, du meinst ihn. Weil der hatte kurz angezeigt, wo er hinläuft, dann hat er es wieder weggenommen. Du hast ja noch überlebt, lustigerweise. Ja, ich habe überlebt und habe mir jetzt Highlight ich jetzt. Au. War anscheinend glücklicherweise weit genug von allen weg. Ich uninteressant war. Tja, ich war nicht. So, und jetzt? Den da. Der, verdammt, der kann ausweichen. Er kann ausweichen? Wo meinst du, würde er ausweichen? Ne, er kann nur zu jemandem hinspringen. Ah, okay. Kann, glaube ich, nur auf dich oder auf mich springen. Oder er hat eine Mod, dass er noch auf Verbündete springen kann. Aber dann kann er auch eigentlich nur auf Garrison springen, was da ist.
Also er kann, aber er kann halt hinter dich springen, das ist so ein bisschen das Problem, wenn er auf jemanden drauf springt. Ich sehe das vorher. Ich kann auch hinter mich schießen und vor mich. Ich habe einen 180 Grad Winkel. Ja, die weichen. Oh, sie töten dich einfach. Oh, sie töten mich auch. Ja, ich hab ein Leben. Ja, nee. Nee. Das wollen sie sich aber tot sehen. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind alle außerhalb wieder meine Reichweite, weil unser Ding ins rausgedasht ist. Das ist doch kacke. Und ich komme auch an niemanden ran. Ach, das ist doch kacke. Ich komm hinter dir wieder. Nächste Runde. Ja, vielleicht läuft er immer noch in unsere Falle. Hm? Ich muss hinterher, Rampart hinterherlaufen, sonst habe ich keine. Ja, mach das. Keine guten Optionen. Wir müssen ja jetzt auch nicht in Panik verfallen. Wir können ja. Wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Genau, wir haben gerade auf jeden Fall deutlich mehr Leben. Mhm. Und auch, glaube ich, mehr Energie. Also ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Energie als irgendjemand sonst. Die haben jetzt alle ihre Ultis benutzt und ein paar gingen einfach ins Leere. Ja. Nur unser Suki mag halt wieder gegen vier Leute antreten alleine. Ja, genau. Die denkt, ich sterbe noch, bevor ihr irgendwas machen könnt. Ne, sie ist nochmal runtergelaufen. Gut. Kannst du sie ja jetzt vor dem sicheren... Kannst du mir das versuchen, ja. ...Boot retten. Suki, lass das. Ich nehm die Stärke. Nö, ich glaube, sie ist sogar eher dort, weil du weiterlaufen musst. Ja, ich weiß. Aber du stellst, sie bleibt da stehen. Gibt's einen Grund, warum du dich mitten aufs Feld stellst, ohne Deckung? Ja, weil ich die Energie haben wollte und dann könnte ich zwei Leute treffen. Mit dem Dashen oder was? Ach man, das haben wir getauscht. Wir müssen eigentlich nur einen töten. Ja. I'll make these rounds myself. Oh Mann. Suki ist tot. Haben wir verloren. Oh nee. Weil die Suki halt immer meint, mitten reinrennen zu müssen. Oh Mann. Da muss ich leider mal wirklich sie blamen. Defeat. Das kann man nicht gegenheilen. Das hat sie halt von Anfang an gemacht, ne? Ja. Ja. Trotzdem hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall deutlich knapper als die Runde davor. Ja, ich habe auch nicht so viel Müll gebaut. Ich glaube halt einfach, zu viert wäre es einfach nochmal wesentlich besser, weil du tatsächlich dann, ja, wenn du jemanden blamst. Kann so und so sein. Ich habe es auch schon zu viert gespielt und du hast das, ja, Problem, du kriegst dann auch vierer Gruppen als Gegner. Wenn du dann nicht ernsthaft spielst, hast du ein richtiges Problem. Also, ach so, quasi, wenn du mit vier Leuten spielst, spielst du immer gegen Vierergruppen. Oder zumindest kam mir das so vor. Also die Gruppen sind auf jeden Fall viel besser organisiert, gegen die man dann spielt. Okay. Und dadurch... Dann muss man wahrscheinlich vorher noch ein bisschen üben. Muss man halt wirklich die Charaktere kennen und es vor allen Dingen ernsthaft versuchen und nicht bloß irgendwie rumdürfen. Ja, vor allem auch ein bisschen versuchen, dass die Leute dann zusammen, also dass die Charaktere zusammenpassen. Ja, wobei, weil das kann, passen eigentlich alle relativ gut. Ja, das stimmt schon, aber du kannst... Ja, aber du kannst, wenn du die anderen Charaktere nicht kennst, also wenn ich nur meinen kenne... Ja. Dann bringt das ja auch nicht viel. Ja. Also man kann es schon versuchen, aber muss man darauf gefasst sein, halt ein bisschen stärker Gegner zu treffen. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder das nächste Mal bei einer neuen Folge Atlas Reaktor. Ciao, bis dann. Bis dahin, tschüss. Tschüss.